Wunderschönen guten Abend. Hört man mich? Ja, Mikro ist offen. Ja, eine Woche lang mussten wir warten, durften feiern. Von Dienstag zu Dienstag. Warum feiern? Wir haben grandiose Erfolge erzielt beim ersten, leider auch einzigen Teamzeitfahren in der Rennserie. Ja, und was das dann in Zahlen bedeutet, können wir uns auch mal kurz anschauen, bevor wir zum Team schalten. Wir haben mal was vorbereitet. Da ist die Tabelle und ja, schaut doch schick aus. Ein Platz nach vorne gewandert sind wir, eben wegen dieses grandiosen Zeitfahrens letzte Woche, wo wir ja mal satte über 40 Sekunden vor allen anderen Teams ins Ziel gekommen sind. Verwalten war da irgendwie nicht so drin. Es hieß immer nur Vollgas, also war ein grandioses Rennen. Wer es nicht gesehen hat, es lohnt sich. Das Video ist ja immer noch online, da mal reinzuschalten. Ja, heute, wo geht's hin? Wir sind in Paris, Champs-Élysées. Und heute sieht es wahrscheinlich nicht ganz so einfach aus beim Punktesammeln. Da sind sehr, sehr viele Sprints. Ich glaube, 7 Runden werden heute gefahren mit entsprechenden Zwischenwertungen. Und ja, für sowas ist eigentlich der aktuelle Tabellenführer KST prädestiniert, die doch in den Zwischenwertungen bisher immer sehr gut gepunktet haben. Aber wir haben uns da, glaube ich, eine 100 ganz viele Taktiken zurechtgelegt. Ich weiß gar nicht, welche aktuell
jetzt dann wirklich jene Welt hier ist, die gefahren wird. Ich glaube, im Zweifel hört alles auf Daniel, unseren DS. Und ja, da gucken wir mal rein und vor allen Dingen horchen mal rein. Ob denn die Jungs schon am Start sind. Ich schalte mich mal mit rein. Oh, jetzt sehe ich im Chat, sind doch einige mehr da. Oh. Ich habe es halt schon ein paar Mal. Hallo, guten Tag. Wir ich habe halt auch schon ein paar Mal erlebt. Online, also wenn Taktikbesprechungen nicht an die Öffentlichkeit sollen, dann jetzt nicht mehr. Wir sprechen halt wenig auf Dänisch jetzt. Ah, okay. Genau. Schalten wir das automatische YouTube Translate aus. Wobei auch nochmal in die Runde, also meines Erachtens, wir müssen nicht nur auf die Dänen gucken, weil die Dänen, die können eigentlich nur 30 Minuten, die anderen beiden Teams hinter uns, die haben auch eher die Leute, die dann auch mal 50, 60 Minuten fahren können. Ein ganz anderes Thema, wie komme ich bei euch drauf? Weil ich bin jetzt zwar in Paris, aber ich komme über den Fanview nicht auf euch. Daniel, das Problem habe ich auch gerade, obwohl ich in dem Support Car Pen stehe, kann ich mich gerade auf die anderen irgendwie nicht aufschalten. Ja. Wenn es ein Rennen gibt, wo ich das jetzt wichtig fände, tatsächlich im Event zu sein, dann heute. Also eben aus dem DS Pen hat es wunderbar funktioniert, auch schon vor Start. Ah, jetzt auf Stefan komme ich zumindest wieder rauf. Wer von euch steht denn noch alles schon im Pen drin? Sören, du? Sören, ja. Und Yannick auch. Im Zweifel. Im Zweifel reicht mir ja einer. Weil, wenn das Rennen erstmal gestartet ist, dann wird das stabil. Aber mit dem einen muss man irgendwie erstmal losfahren können, ja. Ich komme auf keinen. Also, bei mir zeigt er die Fanview-Option nicht an. Muss ich denn dafür in Paris sein oder kann ich das aus der anderen Welt machen? Nee, Paris. Du musst in Paris sein? Ja, ich habe das mit dem Trick vorhin gemacht, dass ich ein Workout gestartet habe, weil dann kannst du die Welten ja frei wählen. Aber das ja, war halt noch. Ich bin halt in einem Workout in Paris, aber wenn ich jetzt in der Companion-App auf Zwift das finden gehe, dann zeigt ihr mir nicht Fanview an. Hast du den Source for Swift zufällig an? Was habe ich an? Source for Swift? Anscheinend nicht, okay. Wohl nicht. Ich sag mal nein. Aber das hat bisher auch nicht. Ah, Moment, warte mal. Viktor Wilkring. Fährst aber. Nee, Viktor ist gerade gefahren in einem B-Rennen. Okay. Aber der ist praktisch geschafft in der freien Welt und nicht im Event. Ja, okay. Naja, ich habe ja noch 6 Minuten. Also eben bei den B-Rennen, bei den Skatern, das waren alles extrem lange Sprints. Und die kamen alle irgendwie durch, ne? Weil die Gruppen relativ klein waren nach einer Runde. Echt, ja? Also wer da früh attackiert, und das können einige von uns, die kommen fast alle durch. So war es eben, ja. Gut. Ist brutal hart, aber. Wie lange ist denn früh? Also, wie lange ist der Sprinter ungefähr? Zeit? Der Sprinter als solches ist 10 Sekunden und die sind locker 15 Sekunden vor dem Sprint losgefahren. Okay. Also, an die 400 Meter oder so. Ja, der ist halt. Es gibt ja mehrere Ideen, ne? Also man könnte entweder schon, das ist ja halt super lang, ist halt, wenn du an der Ausfahrt aus dem Tunnel, ne, bei dem kleinen Anstieg, wenn man da schon quasi versucht vorne raus. Extrem lang, ja. Genau. Dann ist sozusagen an dem Zielbanner, weil was halt auch super interessant ist, ist halt die Frage, ihr kriegt ja eigentlich immer am Zielbanner erst den Power-Up für die Runde. Es sei denn, dass ihr einen reintragt. Wird beim ersten Sprint super interessant, ne? Das heißt, dass ihr irgendwie 50, 60 Sekunden vor dem Sprint eigentlich erst wisst, was für ein Power-Up ihr habt. Ja, und es gibt halt auch. Sorry, was ist das Beste von dem Sprint? Steamroll. Ja, aber
Steamroller, der Steamroller, ja. Der Steamroller, ah, okay. Also genau. Weil man auf F auf schnellste Zeit gehen will, ist der Steamroller definitiv die priorisierte Wahl. Ich komme, nicht mal ganz kurz, es sind nur 33 Leute im Pen, ne? Ist schon ziemlich dünn heute. Ja. Ich will Top 50 sein. Daniel, bist du eingeschlafen? Dein Skype-Bild steht. Hast du Sören? Vielleicht Verbindungsprobleme? Sören? Oder wer? Daniel. Okay. Das Bild steht. Bei mir auch. Und er redet so wenig. Sind eigentlich jetzt alle schon da? Ich bin da. Okay. Ihr hört mich schon, ne? Akustisch weicht ja im Zweifel aus. Ja. Ja, wenn die Jungs. Hey, ich fände es halt schon maximal geil, mich auf euch draufschalten zu können. Also, geht immer noch nicht? Nee. Ja, ich bin jetzt mal ganz rausgegangen, weil in der Guest World ist ja Paris nicht drin. Nee. Aber der Stream ist ja auch offline, ne? Quatsch, echt? Ah, nee, sorry, ist alles gut. Sorry, war meiner. Hatte schon Schweißperle auf der Stirn. So, alles gut, Jungs. Guten Tag. Ja. Ich bin frisch. Wie viele Minuten habt ihr noch? Weil mir wird immer bloß die Zeit vom Supportcar angezeigt. 31 Sekunden? Nein, 20 Sekunden. Okay. 80 Sekunden noch. Alles klar. Gehst du an? Ja. Ich glaube, wir werden nicht dreckig. Selbst damit nicht daran zu. Ja. Tipp, erst wo du sagst. Nee, ich zeig mir Fernview nicht an. Egal, was ich tue. Also die Latenz vom Stream ist relativ gering eingestellt, das geringstmögliche. Vielleicht hilft dir das ja wenigstens. Und dann sag mir, ja, welches Bild du brauchst. Die ist wirklich sehr gering. So 30 Sekunden haben wir jetzt mal ernsthaft. Gute Fahrt, Jungs. Wie war das? Danke. Haut rein, wird spannend. Wie war das denn mit dem in den anderen Rennen so zwischen den Sprints? War dann irgendwie große Erholung oder war da super ruhig? Okay. Aber da sind zwei weggegangen, die haben sie nicht gewehrt. Alter, 50 Kilometer. Guten langer Abend hier mit uns. Knapp unter einer Stunde, oder? Nee. Die ist eben gerade eine Stunde gefahren. Bei einer Runde weniger. Ach was. So. Eine ganze Runde oder eine halbe Runde weniger fahren die? Die B fahren eine Runde weniger. Hat eine halbe Runde weniger. Ja, ich dachte, das findest du dann am Front dann auch. Ich hab auch 7 Fahrer weniger als sonst, by the way. Ja. Thank you.
Star-Item. Und warum hat es dein Rotzeck eigentlich schon Level 51 und ich noch nicht? Beba. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja. Gut, dann DS am Stream. Dann kann ich meinen Laptop für Statistikspielchen nutzen. Das ist ja auch spannend. So, wie ihr wisst, fahrt er jetzt hier einmal ums Karree. Durch den Tunnel und dann geht es das erste Mal über den Zielstrich und dann auf das langgezogene Bergauf. Oh, Jorge fährt mit. Oh, Jorge ist auch in der Haus. Fährt sich das gerade so? Ist das entspannt oder? Ganz entspannt. Ich hätte mir jetzt einfahren fahren lassen können. Wir sind uns jetzt einig, dass wir das jetzt irgendwie das Geschehen erstmal abwarten und im ersten Sprint mal halt so mitfahren, aber irgendwie nichts Besonderes angehen, oder? Keine Punkte holen jetzt. Naja, schon sprinten, aber jetzt irgendwie nicht vorne rausfahren. Die Frage ist, also wenn jetzt, also meines Erachtens sollten wir, wenn Sören mal den Steamroller hat, dass der wirklich auf FTS geht. Lass mal ansagen, wer was hat schnell dann immer. Ja, hier ist mit Namen bitte, mit Namen. Ja, mit Namen. Bitte. Sören nichts. Ja, ihr bekommt. Wir haben alle noch nichts. Ihr bekommt jetzt hinter der Rechtskurve bekommt ihr euer Power-Up, was ihr dann 50 Sekunden später für den Sprint habt. Gibt ja auch diese scheiß Burritos, Entschuldigung, diese blöden Burritos. Da ein bisschen aufpassen, ja, bei den kleinen Fällchen. Lecker. Burrito, genau, 25%, 50% Aero und 25% Steam Roller. Wie lange hält der Roller? 20 Sekunden. Wie viel? 30. Okay, Ero. Stefan Roller. Ich hab einen blöden Burrito. Ich hab einen Burrito. Sören Burrito, da fährt vorne einer raus. Sören Steam. Jan Burrito. Dann Sören, willst du auf All-In auf FTS gehen? Dann lass dich am Ende vom Feld fahren. Du fährst nur auf Zeit, du fährst nicht auf FRL. Lass dich fallen und rollst durchs Feld. Maximal und All-In jetzt. Dann hast du das erledigt. Okay, danke. Kann ich ihn ausschalten? Genau. Bild ist schön auf Sören, sehr gut. Wie funktioniert. Ah, Sven, ey, nicht. Scheiß Profito. Also ich sehe jetzt natürlich leider nicht gut genug, wo der Sprint losgeht, aber da ist die Litfaßsäule kurz vorher rechts. Da musst du eigentlich schon voll auf Power gehen. Und hau rein. So, Sören, das sind deine 10 Sekunden jetzt. Hau rein, all in, alles was geht. Ich sehe schon brennen auf der Erde. Sehr gut, komm, das ist jetzt genau der Moment. Zack, 1026 Watt. Da war es vierstellig. Komm, zack, 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 zack. Einmal durchziehen, dann ist raus rum. Voll gehen, all in, bis zuletzt. Da geht was. Das ist ein Visufahrer. Haut rein, bis zum Schluss. Bis zur Linie.
Sehr ja, geil. Oh, yes. Fett geil. Ja, das sieht doch nach Plan. Er will jetzt ausruhen. Jetzt nichts machen. Schön das Feld finden lassen. Hey Leute, werft die doch nicht nur weg. Lieber. Hab ich schon. So, habt ihr Zeiten? Weil ich sehe es gerade noch nicht. Bitte. Bitte. Bitte Zeit. Viel Zeit. Am vierten Platz oder so, glaube ich. Ja, geil. Und irgendwie habe ich auch KST nicht so richtig wahrgenommen in dem Sprint. Ja. Ist doch ewig lang, Leute. Vorne ist einer weg. Ja, aber das eine alleine packt's nicht. Richtig entspannt mit Rollen. Sören Steamroller. Gar nichts. Keiner Hero. Du hast ja halt auf den Roller. Ja, du kannst jetzt den Roller. Ich würde jetzt an deiner Stelle nicht die zweite Runde auch nochmal voll gehen. Ich würde dann eher den behalten und in der dritten noch mal einmal all in. Du kannst ich natürlich. Kann man hinten chillen? Geht das? Die Gruppe ist schon gesplittet, oder nicht? Ja, deswegen. Wir sind halt schon kleiner. Gibt's da nicht siebenmal FTS, Daniel? Achtmal. Nee, FAL gibt's siebenmal. Nur FAL. FTS? FTS sind die Top 10 aller Zeiten, aber es kann sein, dass eine Person siebenmal drin ist. Ich meine vier. Also wenn die sieben schnellsten Zeiten von einer und derselben Person gefahren werden, dann kann das tatsächlich sein. Aber das passiert halt nicht, ne? Also mal so, Protokoll. Aber eine ganze Handvoll schon weg, was? 25 Mann. Ah, die kommt gleich noch ran. Nein. Aber doch. Da sind sie beim zweiten Mal gerade auch. Die haben mich um die kümmern. Mich um die kümmern. Naja, die fallen wieder ab. So. Hey, ist ein Grün hier. Langsame Ergebnisse. Erwin Sprenger von Team CLS. Also FAL sind wir Zweiter, Vierter, Sechster. Jan Diko, Heidewitzka. Dich hätte ich jetzt als Sprinter nicht auf der Liste gehabt, aber. Ich bin einfach nur mitgerollt. Ah, siehst du? Und Fastest Time. Ich will nach vorne gucken jetzt mal. Ja, also, ja. Da sind drei weg. Also FTS Fünfter, Sören Fünfter mit. Krass. Aber alles aus anderen Teams. Feld wird lang. Ich nehme raus. Wer ist hinten raus? Nein, die vorne nehmen wieder das Tempo auf. Ach so. Ah, ja. Thank you.
Es sieht so aus, als ob KST überhaupt nur mit 5 Leuten gestartet ist. Kostet natürlich finnische Punkte. So, aber genau, es geht auf den zweiten Sprint zu. Behält man den Aero oder wird man hier weg? Behalten. Aero ist halten. Sprint, ne? Also nutzen. Ne, weg, der hat man zwar. Ja, im Sprint nutzen. Im Sprint, genau. Das ist schon das zweitbeste. Ja, schon ziemlich gut. Der Burrito ist nur was, wenn er wirklich einen ganz langen Sprint ziehen will. Wirklich so hinter dem Zielbanner. Vorne sind 2 weg. 3. Jan ist auch vorne noch. Jan fährt mit. Ja, fahr mal an. Nein, wir haben keinen vorne drin. Jan ist vorne drin. Gleich. Okay. Jan Diko. Gleich durch, Jan. Ja. KST ist einer drin. Wir haben die andere drin. Ja, es kommt aber jetzt zusammen, oder? Ja, wieder. Jan, gehst du durch? Versuchst du es mal lang? Oder? Zu früh. Nee. Naja, weil du vorne raus bist, aber. Ja, halt ich hab nur rollen lassen. Ich halte es für gewagt. Ja. Wer geht auf den Sprint? So. Rühren. Stefan, Hero. Ja, Steamroller und Aero halt kurz vorm Antritt stünden. Burrito wäre was, um rauszufahren. Gibt noch Zeit. Ja, schön hinten, dann lass dich hinten. Kannst du dich noch ein bisschen fallen lassen, ja. Lass dich fallen. Du hast noch 5, 6 Fahrer hinter länger, dir. Hast du länger draft. Also der FTS-Führende hat gerade dir nochmal 0,8 Sekunden abgenommen. Also der hat sich mindestens auch auf jeden Fall fallen lassen vorher. Fahrposition. Ja. Ich sehe nur immer nicht den Start, Anfang. Ne? Ich glaube, jetzt brauchst du aber schon, jetzt musst du schon Druck machen. Jetzt musst du Druck machen und ab der Säule all in eigentlich. Ja. Und Start. Komm, Sören. Zeig uns, was du kannst. Unter 10 Sekunden jetzt. Ja, zu früh. Der war zu früh. War die falsche Leiste. Egal, jetzt zieh durch. Da sehe ich ja. Da ist Feuer. Feuer, Burner. Jetzt gehen die Aeros vorne. Komm, Sören. Zieh, komm. KST sprintet. Jetzt zieh's durch. Alles, was geht, bis zur Linie. Danach ist wieder ausruhen. Ja, da haben wir aber auch Punkte geholt. Sehr schön. Annik, Sören und Jan wieder. Und Sven auch, glaube ich, auch an den Punkten. Sehr schön. Dann finde ich euch wieder. Keine Big Points. Ja, die Big Points holen wir in der zweiten Rennhälfte, haben wir ja gesagt. Ja, dann mach schon ohne mich. Hier, wenn wir so weitermachen, müssen wir noch rausfahren? Nee, würde ich sagen, brauchen wir ja nicht. Also ich hätte nicht jeden Sprint gehen können. Nee, das macht auch keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Doch. Jetzt wieder regenerieren.
Vielleicht mal ein gutes Timing setzen. Da geht noch einiges. Ja, ich war eben zu spät. Ja, es ist Freizeit mit den Nöten Luftfahrtsäulen, also ab wo man wirklich antritt. Und du siehst jetzt, sie sind alle auch platt. Alle machen jetzt. Das ist schon sehr locker, also. Das ist jetzt hier schon. Ja, es fokussiert auf die Sprint gerade. Ja, also erstmal. Solange die noch hinten ist doch gut. Daniel, wie ist denn die Komposition der Gruppe von den Teams her? Ja, ja, guck. Ich sehe vier Grüne. Ja. Ja, sag ich euch gleich. Also FAL jetzt diesmal Jan auf 5 Punkte geholt und Christian auf 9. Kann das sein? Oh. Keine Ahnung. Oh. Nee, da waren noch 2 von mir. Da waren noch 2 von mir. Also es sah jetzt im Bild anders aus. Ja. Ich war höchstens auf 9 oder so. Aber zum Beispiel der zweite Sprint, der schnellste im zweiten Sprint, war jetzt langsamer als der siebte im ersten Sprint. Also es kann schon sein, dass jetzt die schnellsten Sprintzeiten auch schon gefahren sind. Weil die Gruppe auch kleiner ist. Ja, klar. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja. Eben gerade war ja auch super spät, dass der Sprint eröffnet. Sören Aero, ich will einfach wieder gehen, danke, dass ich kaputt bin. Dafür haben wir. Janik Grohler. Adam Burrito hat schon weggebrochen. Also Burrito wäre höchstens noch mal was irgendwie so für Sven oder für Christian, um mal. Ja, aber aufpassen, ne? Friendly Fire, also. Kann uns doch selber weghauen. Naja. Vorhin fährt jetzt einer mit dem Burrito raus. Da soll er machen. Soll er machen? Ja. Hier im Leben. Schlechter Moment, nee. Geht nicht gut. CLS. Da geht einer hin. Ja, lass. Lass den einfach. Lass dich fahren. Puls 160. Das steht ja nicht durch. Hä, wie krass ist das denn? Ich glaube, die Ergebnisanzeige ist in Realtime. Gut, Jan. Jetzt ist er zu zweit geworden. Naja. Ja, aber lass dich fahren. Denke ich auch. Wenn wir nicht dabei sind, wenn wir dabei sind, können wir chillen hinten, ne? Also wenn das jetzt hier stimmt, das wäre schon richtig geil. Dann wäre jetzt WTRL tatsächlich in Realtime. Dann würdet ihr im Moment führen mit 34 Punkten vor CLS mit 25 Punkten. KST hat 24 bisher. Aber dem traue ich jetzt nicht so ganz. Da gibt wieder einer. CLS. CLS macht da gerade am meisten Druck. Also, ja, aber selbst der kommt zu spät, kann alle beschleunigen. Nee, das klappt nicht, das ist zu früh. Du kommst alleine nicht durch. Auf der
einen würde sagen, wir wollen zu 6 von rauffahren. Und dann wären wir nervös, weil da drei Leute von rauskommen. Aber es schenkt uns jetzt in die Arbeit, ne? Vier vorne weg, wir nicht dabei. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie jetzt die FAL holen. Also die ziehen das ganze Rennen neben denen durch. Ja, nicht, der Abstand wird schon wieder kleiner. Ja, weil die nicht komischerweise nämlich einig sind. Wie ein großer Staatsmann schon mal vor kurzem sagte, wir bluffen nicht. Jetzt zu der Sprenger, dass er den ersten Sprint gewonnen hat. Der fährt aber bei euch wiederum mit im Moment. Also das sind jetzt die bisher noch nicht gesprintet sind von CLS, die da vorne fahren. Ja, aber zu viert holen die maximal die Kinderscheinpunkte und wenn jetzt gesprintet. Naja, die holen jetzt genau 10, 9, 8, 7, 6, dann wird hinten immer noch Punkte verteilt. Ja, ein Teamroller. Ja, Nick auch. Ja. Wir können jetzt gerade nicht mehr hier schießen, also die Lücke. Sind die vorne noch raus? Ich sehe das gar nicht. Ja. Ja, ist okay. Ist alles CLS oder ist es gemischt? Gemischt. Mutant? Ja, okay. Ja, gut. Komm ich jetzt drauf klar. Burrito vorne weg. Bekomm ja nicht sie. Ah, Sören ist vorne da drin, sehr gut. Ja, ein paar Pünktchen haben wir geholt. Jetzt müssen wir mal gucken, was die vier da vorne machen. Okay, Zeit geht nicht mehr. Nee, Zeit ist. Das war eben schon ein Riesengap. Also. Da muss man auch sagen, dass die ersten drei da auch echt gute Zeiten gefahren sind vorne. Also das sind 0,8 Sekunden zu deinem ersten Sprint, Sören. Das ist ja nochmal ein Riesensprung. Zurück aber. Das fand ich, also ich sehe auf Zwift Power nicht unbedingt bei jedem, zu welchem Team der gehört. Die haben doch ein Teil kryptische. Sind die noch vorne raus? Nee, nein. Danke. Sören Aero. Jan Aero. Ja, fahrt jetzt nicht jeden All-In mit. Also, Wenn es gut ist. Ja, also jetzt nicht nein schreien, aber also wenn wir jetzt echt noch was vorhaben, da rauszufahren, dann brauchen wir schon mal so ein bisschen. Das ist halt die Kernfrage. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt so weitermachen? Na, bis eben haben wir geführt. Also. Die Zeit spielt für uns, denke ich.
Aber da haben wir sicher also, vier Leute rausfahren können. Also haben wir ihn nicht gesehen. Ja, aber das ist so, das ist jetzt noch die Taktik, die ich auch mal so im Sinn hatte, dass man halt wirklich so ab dem Anstieg fährt und sozusagen einen langgezogenen Sprint. Nur die waren von Anfang an nicht darauf aus, jetzt das Rennen zu holen. Nee, klar. Aber wenn wir zu viert die FAL-Punkte holen, dann haben wir auch wieder ein gutes Polster. Ja. Ja, wollen wir es gleich mal versuchen, einfach mal einen langen zu machen? Wer ist dabei? Ja, ich bin noch dabei. Ja, dann machen wir das jetzt. Was passiert da, wenn da vier Leute von einem Team abhauen? Ich glaube, das ist jetzt gemeinsam an einem Punkt 3, 2, 1. Guck mal genau. Ja. Wo haben die denn eben angegriffen? Moment, ich guck mal. Nach dem Video, oder? Aber schön mit Schwung von hinten durch. Naja. Oder von vorne weg. Wenn es möglichst langsam ist. Also ich wäre dafür noch eine Runde zu warten damit. Ich auch. Habe da auch sagen, es fallen ja immer mehr ab. Okay. Hier einer, da einer. Wir haben ja die Chance. Wenn wir mitfahren, haben wir die Chance, in Sprints immer zu punkten. Also wenn jetzt jemand geht, dann springe ich. Okay, wer ist ich? Ja, nee. Na dann? Vorne geht Mutant, einer. Ganz vorne kommt ein. Naja. Naja, das ist immer an der Ecke. Jetzt, das ist immer der gleiche Verlauf. So, jetzt springen so ein paar dran. Dann gehen wir mit jetzt, ja, nee, versuch das mal. Hey, ich bin da. Der geht nicht mehr. Jetzt gehen alle von uns. Alle zusammen. Dann noch vor dem Tunnel. Okay. Ich bin zwei vorne. Zusammen. Alles wieder zusammen. Alles zusammen. Einer geht vorne, Burrito. Ja, jetzt, also CLS ist jetzt gerade, CLS hat jetzt 63 Punkte und Mutant 70. Ja, ich traue dem hier auch nicht so richtig, ob das alles so passt hier. Einer, wer jetzt welche geben muss, einer nutzen. Ja. Ich würde es ja jetzt fast mal riskieren. Danke, Herr Mitzkettelmann. Tony geht wieder an CLS. CLS und Mutant, die sind gerade schon voraus. Jetzt muss er da hinterher. Der ist da einer von uns. Der ist doch unser Fan, oder nicht? Der ist doch unser. Jan, oder? Jan geht. Nein, Jan geht doch. Lass ihn, okay. Okay, Jan, komm, dann zieh das Ding durch. Du hast eine Sekunde. Nicht zufahren, Leute. Sven, ruhig. Echtes Gap, echtes Gap. Ja, ruhig. Sven, runter vorne. Sven, du drückst immer noch mit 12 Watt. Ja, er ist weg, alles gut, er ist weg. Luke ist da. 2 Sekunden. Jawohl. Sven geht mit. Okay, also Jan und Sven vorne raus. Ja, lass sie fahren. Hinten. Fahren sie mit 5 Watt.
Komm ran, Jan! Ja. Komm jetzt, dann zieht das jetzt zusammen durch. Komm ran, Jan! Ja, Lücke ist gut. Häng dich dran. Das hat eine zweite Richtung. Perfekt. Lücke ist da, Lücke ist da. 6 Sekunden. CLS versucht was. Ich glaube, die haben auch aufgegeben, oder? 3,1. Fahrt mal weiter. Jetzt. Hinten werden 4 Watt, 5 Watt. Jetzt geben sie Gas. Wie weit ist noch? Dann kannst du nach vorne scrollen, drehen. Ah, ist noch ein bisschen. Also, jetzt wird attackiert hinten. Jetzt wird attackiert. Jetzt wird es zweistellig. Aber ihr habt immer noch 6 Sekunden. Das sieht gut aus. Komm, zieh Jan, komm. Lohnt sich. Sieht ja noch 5 Sekunden. Ja, sieht gut aus. Abstand ist groß genug. Bleibt bei 6 Sekunden. Perfekt. Genau, gib ihm noch mal ein bisschen Windschatten, Sven. Perfekt. Ja, mega. Ja, das reicht. Ja, sauber gemacht. Ruhig. Alles gut. Reicht. Tag. Entspannte 19 Punkte. Alter. Das war jetzt, das war von einer für die Galerie. Jetzt bist du aber auch die letzten in der Gruppe. Sorry, disconnect. Wer ist raus? Yannick, du hast den Anschluss verloren, wa? Ja, disconnect und dann tot. Oh Mann. In der Monat ziehen. Jetzt wird lockerer. Ja, easy. Aber fahr bis zu Ende durch, ne? Die Finisher-Punkte sind auch wichtig. Hast ein geiles Rennen bisher geliefert. Nach vorne raus. Ja, ja. Oh, einer. Oder? Nee, 5,5 Watt. Mutant. Mutant ist raus. Mutant. Da geht einer daher. Noch ein Mutant. Also, ich kann nicht mehr. Du musst die Runde holen. Ist okay. So, ich naja, der ist schon im Rennen, ne? Der ist nicht überrundet. Nee. Der ganz nach vorne ist überrundet. Jetzt ist einer hinterher. Der Siso ist überrundet, genau. Ja. Siso, der Smith. Smith ist überrundet, aber der Kollege Higgum. Der ist im Rennen. Konstant jetzt der führende 5,5 Watt vorne. 6 Sekunden Vorsprung. Das packst du nicht. Also, ich guck mal, was der so auf 20 Minuten kann. Kilo. Ja, der kann 5 Watt auf 20 Minuten. Also, aber ich glaube jetzt nicht, dass der da alleine. Typischer B-Fahrer, also. Ist im Mutant gefährlich? Oder spielst du uns in die Karten? Nee, Mutant und CLS, die sind im Moment eher vor euch in Summe. Ich weiß nicht, ob du viel fahren musst.
Also. Das war krass, 8 Sekunden. Ich meine, ist noch ein ja. Stück, aber 9. Okay, also im Moment ist er. Ja, der zieht konstant seine 5,5 Watt. Ja, muss ich auch sagen, die gucken jetzt auch alle auf uns ein bisschen, ne, glaube ich. Ja, würde das auch. Mit Verantwortung und so, aber. Aber Sven ist keiner alleine da. Also wir müssen dann schon in der Gruppe rankommen. Du hast jetzt gerade schon echt gut geleistet. Ich brauche mal am Ende nochmal für die Finisher-Punkte. Aber selbst wenn der jetzt die Punkte holt, bis zum Sprint wird das auch noch zugefahren. Mal kleiner, aber der fährt nicht bis zum Sprint. Ja, da ist einer hinterher, KfD. Kann dabei sein. Super, Jan. Erst bei uns dabei? Jan. Okay. Zehn Sekunden, alter Schwede. Neun. Abstand wird kleiner, aber ist natürlich. Der wird nachher ganz schnell kleiner. Das kostet den. Es kostet den. Wow, der haut echt. Der hat konstant 5,3, 5,2 Watt. 8 Sekunden. Hinten ist jetzt nicht angriffsfähig gerade, ne? Also, ja. Also, dann ist jetzt nur einer, dann lass den nochmal fahren. Der ist dann nämlich auch durch. Also das macht er nicht zweimal, der Kollege. Dann sollten wir jetzt die Plätze irgendwas Top 5 erreichen. Ja. Sieht seine Power up front aus? Ja, kommt nicht erst. Nichts. Da geht einer. KST so ein geht. KST, 5,4 Watt vorne. Ben ist dabei. Christian. Christian ist dabei. Gut, ja. Schön, Christian. Jan hält auch Anschluss. Team Lola Sören. Ja. Dann hau da nochmal rein, Sören. Ja. Jetzt, aber jetzt auf FAL, also FTS will ich nicht mehr angreifen. Ja. Also jetzt kommen wir vorne im ersten Drittel und dann all in auf Ziellinie.
Sören, ich fahre dir an. Eine Lücke nach vorne. Noch einer kann mit unterstützen, aber nee, Sören ist dran, das sieht gut aus. Ja, komm jetzt zu. Das kannst du zufahren im Sprint. Ja. Komm, jetzt durchziehen. Scheiße, Mann! Wo war noch Sven? Aber Sven hat auch nochmal gepunktet. Sven und Sören haben gepunktet. Zumindest ist Mutant auch wieder eingefangen. Einer geht da. Einer geht. Ja. CLS. Zack, geht. Lass ihn fahren. Ja, jetzt wäre so ein guter Punkt, mal zu überlegen. Ne? Also fahren wir ab der. Also ich würde. Unter 5 Watt, 4,5. Und der nimmt auch schon wieder raus. Oder Sven geht jetzt noch mit. Ja, genau. Da, Christian. Christian ist dran. Geschickt. CLS von hinten. Also Mutant hat halt gerade 40 FTS-Punkte. Also Mutant ist schon ziemlich klar vorne, wenn man jetzt nach dem vierten Sprint. CLS ist auch vor euch. Dann kommt ihr auf 3. Insgesamt, ja. Das ist auch insgesamt, ja. KST ist knapp hinter euch, aber ich denen auch nicht mehr zutraue, dass da jetzt noch viel kommt. Aber Mutant und CLS machen Druck. Also Jugend hat einfach 40 FTS-Punkte. Die haben der Simmons, der hat die erste und die zweite Zeit. Ja, egal was die haben, das machen wir jetzt. Naja. Also ich fände danach. Wollen wir nach der Runde gehen? Jetzt sind die Punkte, ne? Es ist lang, ne? Das sind, also ich würde glaube ich eher nach der sechsten Runde gehen, dann sind es anderthalb. Wir haben ja noch der sechsten fahren alle nochmal. Also wenn, dann würde ich schon sagen nach der fünften. Und dann gleichbleibend. Wir haben im Ziel noch 2 Runden, ja? Ja. 2,5. Oh, noch 2 Sprints und Finish. Jetzt. Ja, jetzt kommt der. Jetzt kommt schon der sechste, ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Ja. Dunkles Sprint ist halt. Wir müssen alle koordinieren. 3, 2, 1 und dann alle. Ja, entweder man geht halt nach dem Sprint, also das sozusagen. Nach dem Sprint. Genau. Nach dem Sprint direkt.
Genau, wenn ich genau. Ja. Es ist egal, ob man bei 15 da durch den Banner, weil wenn du weiter draufhältst, fährst du einfach an allen vorbei. Ja, so hat der Typ vorhin auch gemacht. Genau. Das heißt, wir verlieren diesen Sprint aber auch komplett, ja? Was ist denn jetzt? Ihr geht nach dem Sprint, aber ihr geht jetzt nicht auf All-In im Sprint selber, sondern rollt mit 80%, und wenn dann an der Linie alle ausruhen und denken, okay, jetzt beruhigt sie es wieder, dann fahrt ihr TTT los. Ja. Okay. Wann geht's denn jetzt? Nach dem Sprint. Ja. Direkt danach durchrollen. Okay. Das ist der Überraschungseffekt. Weil dann alle sich wieder freuen, dass sie jetzt glauben, eine halbe Runde aufruhen zu können, und dann passiert es nicht. DS muss von 5 runterzählen. Okay. Danke, Viktor. Wenn man einen guten Power-Up hat, dann einfach den Power-Up bis zur Sprint-Finish-Linie ausheben, ja, dass man den dann halt direkt danach zündet. Genau, dann nimmt man nochmal 20-30 Sekunden schon mal mit. Direkt davor, ja, meine ich. Direkt vor der Linie. Ja, direkt davor, sorry. Vor, ja, genau. Ja, dann habt ihr Doppel ab. Genau. Ja, sorry, meine ich. Bin schon ein bisschen durch. Ach, jetzt guck mal, es geht der Simmons, witzig. Das ist eigentlich der die beste Endgeschwindigkeit hat. Na, jetzt müsst ihr den fahren lassen. Ja, ja, klar. Das ist der Typ, der schon die erste und zweite FTS-Zeit gefahren ist. Ja, wir müssen euch jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Der kann an die Wand springen, ne? Also das kann natürlich sein. Müsste da genug bis dahin Geschwindigkeitsüberschuss aufgebaut haben, dass ihm das nicht gelingt. Ich denke, über den Sprint haben wir den auf. Ja, schon sind so wieder Abschlussfahrer. Also der weiß, was er tut. Er wird eh mindestens in einem blauen Flip gehen. Ich glaube nicht, dass wir zu fünft alleine sind. Also das kann ich mir nicht einsehen. Es wird spannend zu sehen, was passiert. Ja, wichtig ist, dass wir zu fünft zusammenbleiben. Ne? Also wir müssen halt einfach die größte Anzahl Fahrern dann in der Gruppe haben. So, wie sieht dann der Power-Up-Fund aus? Was habt ihr? Ah, ja, ich habe leider nur einen Burrito. Also den Burrito muss ich vorher loswerden. Burrito. Naja, würde ich aber auch kurz vorher ziehen. Du kriegst ja trotzdem neun. Also so weit geht einer. Aber nicht, dass einer von uns hinten dran hängt. Ja, stimmt. Ja, ja. Okay, dann lockert nochmal die Beine. Kommst du dran? Viktor sagt, man muss den Burrito wegschmeißen. Okay, also schmeiß Burrito weg. Hab ich schon. Jan nicht fallen lassen. Ja, geht gerade noch so. Musste auch schon kurz die Luft anhalten, aber sieht gut aus. So, CLS ist noch einer rausgegangen vorne, aber das darf euch jetzt alles nicht interessieren. So. Jetzt umdenken, jetzt kommt TTT-Modus. Schön Reihe. Jetzt sprinten die Jungs, kotzen im Strahl an der Linie und dann... Nicht abreißen lassen hinten, passt auf. Jan, du spielst mit dem Feuer. Jan kriegt das hin, habe ich volles Vertrauen. Auch. So, dann fahrt man mit rein. Jetzt wird's lang. Jan, komm ran da. Einfach den Draft. Müsst ja sowieso kompakt zusammen sein. Zünden, was ihr habt. So. Jan vor. Und jetzt Jan auf, vor. So. Auf dem Pinsel bleiben. Jan, komm. Jetzt geht's. Sobald Jan drin ist, geht ihr ab. Ja.
noch. Er hat ja Windschatten. Komm, Jan, fahr rein. Tempo auf. So, Jan fährt jetzt ins Feld jetzt rein. Und weiter Druck. Jetzt müsste er dabei sein. Er muss vor, genau. Und jetzt 5, 4, 3, 2, 1 und los. Auch wenn's. Genau, jetzt ist Druck. Schön TTT. Go, 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 go. Jetzt, kleiner Abstand ist schon. So wie wir es immer, genau. Druck. Ich glaube, Stefan hat's verpasst. Ist egal. So, aber vier sind vorne. Jan, komm in Windschatten rein. Jan muss, genau. Jan muss ran und dann Reihe. Jetzt ist für die Ewigkeit. Das, jetzt, das ist Stream. Jetzt habt ihr Formation. Newton hat auch Formation. Wechsel. Ja. Ja, aber es wird sehr lang. Da sind zwei einzelne Fahrer zwischendurch. Da würde ich jetzt noch nicht sofort aufstecken, wenn der eine aufkommt. KST kommt einer. Genau, das ist. Die wissen schon. Das ist noch nicht schlimm. Dahinter ist nochmal eine Lücke. Ja. Streng genommen, wenn ihr. Der KST ist nicht schlimm. KST von Punkten zwei, habt ihr schon. Zwei Sekunden jetzt die Lücke. Zwei Sekunden. Wenn ihr 6-7 seid, ist auch gar nicht schlimm. Ah, jetzt ist die Lücke da. Drei Sekunden. Kommt. Jetzt gilt's. 50 Sekunden, dann ist es Peters. Ah, die hinten werden nervös. Ah, die verkürzen. Verkürzen. Ja, aber die. Aber zieht das jetzt durch. Also. Die werden nervös, da springt jetzt noch der eine oder andere mal dran, aber ja, es sind jetzt wieder bloß zwei Einzelne, die erstmal aufschließen. Die hinten passiert erstmal nichts. Ich versuche alle. Wir müssen halt draufbleiben. Es sind zwei Sekunden, springt doch nichts, Leute. Was kommt denn gerade? Nächster! Ja, zieht wieder zusammen. Ja. Lieber nochmal ausruhen. Guten Dank. Klappt nicht. Klappt ja, es fällt jetzt wieder zusammen. Feld schließt sich wieder. Weiter, weiter, weiter! Sven, Feld ist geschlossen. Dann lieber eine Zweiergruppe, die sie gehen lassen, wo wir dabei sind. Wenn jetzt was geht, dabei sein. Dabei sein. Ihr habt die auf jeden Fall jetzt gestresst und die haben jetzt die Kotzen gerade im Strahl. Also. Na, wart's mal ab. Ich glaube, die Kotzen im Strahl. Hier ist bis jetzt immer noch jemand ausgerissen. Stefan, Stefan geht. Was machst du? Sag wenigstens Bescheid. Ja, Stefan hat mir ausgeruht, richtig. Genau. Einmal gut, ist aber okay. Sven bleibt hier, nicht hinterher. Du ziehst dann immer das ganze Feld mit. Hör auf, Sven. Lass mal den Stefan jetzt mal fahren. Ich war vorhin, ist immer das Gleiche. Du hast den Druck gemacht und dann sind wir alle mitgerollt. Wir fahren unsere Löcher selbst zu, so ein Scheiß. Ja, genau. Lass mal die anderen reagieren. Ja, du scheißt ja an, wir können mit zwei Leuten ausreißen. Immer mehr Chance. Aber es setzt jedenfalls jetzt keiner ernsthaft hinterher, Stefan. Wir sehen. Ja, wir fahren alle bloß mit 3 Watt. Genau. Die räumen dir keine Chancen ein, Stefan. Du weißt ihn das Gegenteil. Dann geht's ja mit Bremsen schön. Jan und Sven, jetzt ausruhen. Jan, Sven, jetzt ausruhen. Und richtig. Dann einen langen Konter setzen, zu zweit. Ja, ihr bei uns Konter, genau. Jan, Sven, Christian, ihr seid echt. Also, ihr seid finnisch Kandidaten. Jetzt vorbei, der Konter.
So. Ja. Der ist hier Simmons. Und jetzt geht der nächste, Christian. Nee, nee, nee. Sah kurz so aus. Ja, ja, ich hab bloß kauen. Da geht der Plan. Also ihr seid im Moment, also in der Punktewertung nach 6 Sprints seid ihr Dritter. Mutant ist nach wie vor relativ entspannt vorne, also klar, und ihr habt 9 Punkte Rückstand auf CLS, auf 2. Also wenn du nicht stark fühlst, kannst du jetzt angreifen. Dann bremsen wir wieder. Das Ganze, jetzt machen wir gar nichts. Ja, aber ist noch nicht Ziel, ne? Also es kommt noch eine Runde. Ja, ist egal, aber wir ärgern, dann müssen die anderen wieder zufahren. Kommt schon. Jetzt. Ja, aber wenn man jetzt geht, musst du auch FAL holen. Ja, klar. Das muss das Ziel sein. Am besten zu zweit. Ja. Oder vor Big Finish Points am Ende. Jan und Sven. Ja. Aber es hat, da gab es schwierig wegzukommen. Ja. Der erste Film ist weggebrannt für FAL. Und wir haben eben gesehen, wie weit das ist. Jetzt kommt man, glaube ich, noch gut weg. Also ich habe keine Beine mehr für die Hohenbackzahlen. Ich kann nur noch lang drücken. Jan, ja? Ja, also ich kann nicht mehr hart drücken. Ich kann nur noch lang. Ja. Kann nicht mehr in die Tiefe. So, jetzt scheint es einen normalen Sprint zu geben. Das ist dann jetzt eher nochmal was so für Sören. Lauf auf, ich könnte jetzt einen langen Sprint versuchen, um wieder wegzukommen. Aber irgendwer ist gerade vorne weg von uns. Ja. Ja, genau. Ja, bitte. Deswegen, keiner von uns hinterher? Ja, ich muss es halt wissen. Christian fährt. Okay, dann fiel ich nochmal durch. So, das ist der letzte Sprint, ne? Und dann ist halt diese 3-7-8 Runde bis zum Ziel, die jetzt noch kommt. Sören geht. Willkommen mit. Komm zusammen! Na dann, auf geht's! Ja, aber nicht! Komm zusammen! Wir sind so ein Steamroller. Ja, ja. Ihr seid zusammen. Ah, oh, KST, kommt, lass dir nicht ziehen. Komm, ja, Sören. KST macht nicht ist noch weit, ist noch weit. Der kann nicht mehr. Komm. Jawohl! Den holst du dir. Geil, sauber! Geil, und Sven auch vorbei. Boah, sehr schön. Fett. So muss das. Fett. Sehr gut. Das war ein sehr guter Schachzug. Alter! Kämpfe! Alter! Gleich vorbei. Jetzt noch 6 Kilometer. Wobei der letzte Kilometer Sven für dich hart wird. Sehr geil. Also ihr habt immer noch 4 Sekunden vorm Feld, ne? Nur mal so. Ja, das sind 6 Kilometer, ne? Ja, ja. Nee, war auch nicht ernst gemeint. Macht keinen Sinn. Die zweit. Jetzt aufpassen. Denn das geht dabei sein.
So, jetzt nochmal, also es ist natürlich leichter hergesagt, ne? Also die ersten beiden Plätze, die bringen einfach signifikant mehr Punkte als alles, was dahinter passiert. Dann sind die Abstufungen sehr gering. Ich wollte auch meine Freunde grüßen. Hallo Steffen. Was haltet ihr von Sven, Jan und Christian? Ja. Können wir Eingang Schwung holen und zu dritt probieren? Ja. Also ich kann euch höchstens anfahren. Ich bin breit. Also ich fahre euch höchstens an und dann müssen wir zu zweit weiter. Ich fahre auch an. Fahren wir uns gegenseitig an. Nicht alles verspielen jetzt. Zwei sollten lieber im Feld bleiben. Wir haben jetzt aus dem Feld im Sprint Platz 1 und 2 gemacht. Wir sind nicht so schlecht im Sprint. Ja, aber da könnte es auch der eine oder andere sein, der jetzt den Single-Sprint gebaut hat. Ja. Also eben die drei genannten. Ja, Sven. Das hören definitiv für den Sprint. Ja. Okay. Wenn Stefan schon ja, wird dir auch gut. Ja. Einer kann sich ausrupfen. Zwei kommt bitte durch, ja. Wer fällt jetzt wann? Also ich würde probieren, in den Tunnel rein, Schwung mitnehmen. Ich habe ein Aero, dem im Tunnel zünden und dann gucken, was geht. Ja. Ich könnte versuchen jetzt, wenn das Lücke jetzt kommt, fahre ich jetzt die Lücke zu. Ja. Vielleicht jetzt was bis dahin kommt. Ja. Aber direkt zumachen, ja. Ja, ja. Gar nicht jetzt wegkommen, sehr, sehr gut. Ja, ja. Ich sammle irgendwo ein paar Körner hier auf, ey. Halleluja. Wieso machen wir das eigentlich, ey? Training für die Woche. Danke, Steffen. Ben, bist du das vorne? Ich bin das. Mach relativ Tempo, dass keiner vorbeikommt. Achso, okay. Dass keiner auf dumme Gedanken kommt. Sehr gut. Genau. Danke, Dennis. Ich nehme dann raus. Ich nehme raus, wenn es in den Tunnel reingeht, ja? Ja. Dann nimm auch früher raus, dass sie ein bisschen. Das kann super schnell kommen. Okay, ja, ja. Dann könnt ihr den Schwung vom Tunnel auch noch schön nutzen. Du hast jetzt keine Geschwindigkeitsdifferenz. Nehme ich jetzt raus. Ja, mach ruhiger. Lass ihn ein bisschen in sich zusammenfallen, die Gruppe. Oh, da hat noch jemand eine Idee. Da geht jemand. Hallo. CLS. Nee, KST ist das. Zusammen mit Christian. Komm, Christian, zieh das durch. Da ist eine Lücke. Ist noch jemand dran von euch? Sven? Jan, ja, Sven zieht sich rein. Sven. Ah, die schließt die Lücke. Schön. Eine Sekunde nach hinten. Ich würde ja fast sagen, Jan rausnehmen. Nicht, dass wir hier... Niemand rausnehmen. Da ist eine Lücke, Sven. Sven, Christian. Ja, deswegen. Nicht, dass wir die selber zufahren wieder. Ja, jetzt, ja. Komm, sehr schön. Sehr schön, Sven. Christian, bleib da dran. Häng dich endlich in Windschatten. Ah, schließt sich schon wieder.
Nein, ja, nein, einfach gut. Zieht euch durch. Das ist nicht mehr lang. Das ist direkt hinter der Ecke, kommt das Ziel. Ach, das ist hier vorne schon. Ja, komm, Sven. Ja, komm, dann sieht's gut aus. Da vorne, erste, zweiten Plätze, das sind die absoluten Punktebringer. All in jetzt, dann ist geschafft. Komm! Kriegst gleich Windschatten. Oh, da kommen aber Berber an hier. Unglaublich. Komm, vier holst du noch! Ich glaube, der hat dich auf der Linie noch gekriegt, Sven. Meine Gänge sind umgesprungen. Ja, aber geile Show. Geile Show. Ich sehe gar nichts, trotzdem was geworden. Nein. Alter, Giga ist zum Beispiel. Auf jeden Fall habt ihr sehr, sehr spannend gemacht. Vielen Dank dafür. So viel Taktik war ja noch nie in so einem Rennen. Das Ergebnisliste sieht aber komisch aus hier. Ja, ja, da ist noch ein anderes Sandwich drin. Das ist genau B und so mit drin, ne? Das sind ja auch 10 Minuten, 12 Minuten schneller. Oh. Sven, was bist du jetzt geworden? Fünfter. Hat schwer gegen den Algorithmus. Das ist einfach Kacke. Mein Gott. Sorry, mein Lieber, nach die Beine alle. Oh mein, das ist gut. So, erst einmal saubere Krämpfe in den Hamstrings. Jetzt muss man wieder ein bisschen trainiert werden. Danke, Christian. Aber stark am Ende rausgefahren. Habe mich echt von Stefan Neuendorf im Sprint schlagen lassen, ey. Gut durchgezogen, ey. Ja, läuft gerade. Hinten raus. Schon lang genug sein. Ja, war geil. Ah, zweimal schlechtes Timing. Da war einfach denn mit dem gleichen Einsatz wäre da mehr drin gewesen. Aber hätte ich nicht erwartet von CLS. Die waren echt krass.